Jetzt dürften wir ganz viele Level kriegen. Oh ja. Genau 30. Und jetzt weg damit. Gut. Das ist gut. Wir dürften unten noch welche haben, ne? Ich meine, wir haben nicht alle rausgenommen. Oh, jetzt haben wir noch ein paar Beeren. Achso, die haben wieder hingeschmissen. Okay, ich verstehe. Gut, 33 waren's. Muss schon mal schauen, ne? Was wir davon brauchen. So. Machen wir einfach mal. Wir gucken uns mal die Upgrades erstmal an. Die Upgrades. Okay, hier haben wir Radius erhöht um 1. Also der erste hat ja einen Radius von 3x3. Ne? Der hat ja dann 4x4, 5x5, 6x6. Also das müssten wir bauen mit 6x6. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Wir müssten es genau ausbauen. Ne? Also 1, 2, 3, ich hoffe, ich vertue mich da nicht. So. Nee, das, doch, müsste so passen. Da bin ich aber ein zu weit hinten, ne? Ich bin ein zu weit hinten. Bin hier ein zu weit, meine ich. Ich glaube, so ist ganz gut. Dann kann man schön. Ist ein schönes, smartes Feld. Aua, das mich dauernd boxt. Aber ich glaube, so ist gut. Okay, jetzt müssen wir hier Strom hinlegen. Oh, wir haben ja noch nicht mal ein bisschen Licht angezündet, ne? Okay. Ist echt dunkel hier mit dem Shader-Gedönse. Okay, wir müssen da Strom hinlegen. Strom ist ja hier schon da. Wir müssten dann eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke nach links buddeln. Hat ja vorhin auch gut geklappt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt nur noch in diese Richtung, ne? Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen bergsteigen. Wir müssen berghoch, ne? Ich glaube, das war nicht so tief da hinten. Jetzt sind wir schon im Erdreich. Mehr oder weniger. Jetzt buddel ich hier alles kaputt und nachher treffe ich nicht. Kommt sich mir irgendwie schon ganz schön weit vor. Okay. Wo ist das hier? Hier. Okay. Haben wir noch ein bisschen was über? Jawohl. Okay, so. Gut, warum ist hier alles so offen? Weiß kein Mensch. Kabel haben wir da auch nicht mehr. Haben wir ja weggelegt, ne? Okay. Macht nichts.
Mach der nächste. Dann holen wir jetzt Kabel. Ich glaube, wir craften auch noch ein bisschen Kabel, weil das wird nicht reichen. Und dann können wir auch gleich den Harvester bauen. Werden wir ja brauchen. Wir werden noch ein paar mehr Maschinen brauchen, aber ja, wir können ja mal gucken, was wir an Maschinen fertig kriegen. Wieso hat er jetzt da den Emerald hingemacht? Obwohl der da ist. Are you a little bit confused, Albert? La 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 la. Fünf haben wir wieder. Fünfe. Gut, dann craften wir mal die Maschinchen. Oder wollen wir einmal zur Quarry gehen und ein bisschen was abholen? So. Wenn wir da Gold haben und so, können wir das natürlich mitnehmen. Juhu, juhu, juhu. Vielleicht ist die auch schon durch, ne? Das war ja echt ein kleiner Bereich. Es sei denn, die Energie ist natürlich alle. Und jetzt ist nachts. Nachts gibt's keine Energie. So, wie sieht's denn aus? 1536 Blöcke. Und hier ist leer. Okay, das bedeutet, hier ist auch nicht voll. So, also mittelvoll, ne? Hier ist was drinne, da ist was drinne. Und hier ist was drinne. Aber im Moment noch kein Gold. Gut, keine Ahnung, nehmen wir mal ein bisschen was mit, ne? Ich würde sagen, wir nehmen mal mit. So. Was haben wir hier noch? Tritanium, Eisen. Die können wir ja alle schon verdreifachen, ne? So, jetzt fangen die eigentlich wieder an zu arbeiten, ne? Genau. Da kriegt sie wieder ein bisschen Saft und erntet. Genau, da kommen schon die ersten. Genau, noch ein Stein. Noch ein Stein. Gibt es auch was anderes als wie Steine? Oh, der ist durchgegangen. Es war was anderes. Stone. Hallo? Sie macht aber was, ne? Ach, da kommt was. War wohl gerade eine Höhle, ne? Wenn es eine Höhle ist, dann baut er einfach nichts ab, ne? Kann das sein? Logischerweise. Zink. Okay. Gut, wir wollen mal nicht stören. So. Das packen wir alles in die Verdreifachungskiste. Dann kann das schon mal da ömmeln. Und wir können die Maschinen bauen, die wir brauchen. Können da irgendwie mal Fortschritt zeigen. Ne? Jawohl, 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 jawohl. So ist der Plan. Hier steht schon wieder ein Baum. Der soll da nicht sein. Also Uranium, Lithium, Allo, Thorium, Osmium, Tritanium. Gut. Damit sollte er erstmal beschäftigt sein. Dürften die Maschinen da unten gleich anlaufen und dann gibt's wieder fleißig was auf dem Teller. Ja, da unten läuft schon was. So, gut. Also, Kabel haben wir hier noch genug. Ich glaube, da müssen wir nichts von machen. Wir brauchen allerdings
Item Duct werden wir brauchen. Item Duct werden wir brauchen. Und Basic Mechanical Cube. Ja, und wir werden Rohr brauchen auf jeden Fall. Und was noch? So eine Void Pipe, genau. Ne, nicht Transport. Void Liquid. Die können wir mal gleich bauen. Jetzt vergessen wir die. Die vergisst man nämlich schnell. So eine Void Pipe, die ist auch schnell gemacht. Void Fluid Pipe, so heißt die nämlich. Okay, so ein Ding müssten wir eigentlich noch irgendwo rumliegen haben. Und wir brauchen eine Transport Pipe dafür. Okay, so ein Ding haben wir hier tatsächlich rumliegen. Transport Pipes habe ich gerade in der Hand gehabt. Und schon haben wir so eine Void Fluid Pipe. Zack. Und dann bauen wir jetzt einfach mal den Harvester. Da ist er nämlich. Was? Eine Säge? Ich will keine Säge. Harvester. Okay, das ist, glaube ich, auch machbar. Außer diese Goldgears, die stören mich jetzt natürlich wieder. Dann brauchen wir 8 Gold. Ah, okay. Okay, wir kriegen die 8 Gold noch hin. Dann sind wir aber bald ratzekahl. Mit Gold. Wenn die Quarry da nichts findet, dann müssen wir halt so lange warten, bis sie was findet. Oder losschlüren und selber was suchen. Andere Möglichkeiten werden wir da nicht haben. So, okay, dann machen wir die Goldgears schon mal dahin. Dieses komische Redstone Reception Coil machen wir auch gerade fertig. Ja, da machen wir auch Gold. Wie gut, dass wir da auch Gold brauchen. Rotstein noch dabei gemischt. Und dann haben wir schon mal die Reception Coil. So. Zwei Invar-Äxte. Okay. Da brauchen wir 6-mal Invar. Und wir haben hier noch einen Invar. Okay, wir brauchen 6-mal Invar. Die Maschinen sind so laut. Haben wir hier irgendwo Invar liegen? Ferrous, Tungsten. Refined. Oh, Stahl haben wir hier auch liegen. Cool. Baron, Uranium, Silber. Thorium, Magnesium, Osmium, Tritanium, Kupfer. Okay. Das bedeutet, er liegt irgendwo so rum, ne? Oder noch roh. Oder muss man den machen? Das muss ich mir mal gerade angucken. Wie man das herstellt. Okay, wir müssen Inverbl. Okay, schmelzen. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. So, nur wo kriegen wir das her? Nickel und Eisen. Dann kriegen wir 3 Invar raus. Das können wir theoretisch machen. Also ein Nickel, 2 Eisen. Nickel haben wir hier noch irgendwo schon gesehen. Oder muss man Nickel auch machen? Nee, Nickel haben wir gar nicht gesehen. Nickel müssen wir uns auch machen, ne? Das kriegen wir aber hin. Nickel-Ohr gibt es aber. Die müsste dann oben sein, wenn wir keine Ingots haben. Ach, im QED können wir das verdreifachen. Ganz simpel sogar. Mit einem Kohlestück. Ich guck mal, ob wir Nickel-Ohr haben. Nämlich draußen in der Kiste, weil hier reingezogen wird es nicht. Okay, wir haben hier kein Nickelohr, aber irgendwo muss doch was sein. Irgendwie müssen wir doch da dran kommen jetzt. Ja, geschmolzenes Invar ist klar, aber wo kriegen wir das weg? Ach, Ferros können wir auch nehmen.
Also ein Ferros, zwei Eisen. Ja, okay. Ferros haben wir. Ferrösis. Wo habe ich das denn gesehen? Da. Also machen wir gleich 1, 2, 3 davon. Und Eisen müssten wir oben noch haben. Und falls nicht, nehmen wir gerade was mit. Wir müssten eigentlich eh mal die Stahlmaschine ein bisschen auffüllen, ne? Hier die Blast Furnace, da. Ein bisschen was nachlegen. Oh, das war das Falsche. Ich meine natürlich... Ich habe Aluminium mitgenommen. Ja. Passiert halt, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Aber wenn es dauernd passiert, dann nervt es. Leg das da rein. Jetzt habe ich es nicht gecraftet, ne? Jetzt habe ich es einfach weggeschmissen, oder? Ne, ich hab's gecraftet. Okay. Kann man denn die Maschinen leiser machen? Ist das das hier? Muss man mal probieren. Nein, ist es nicht. Naja, gut. Da muss ich es halt ein bisschen runterregeln, wenn ich... Naja, schneide. So. Und jetzt haben wir gesagt. So, jetzt müsste die Mischung passen, ne? Jawohl. Hier, ich habe hier mal so einen Klotz, den kannst du dir gerade in die Haare schmieren. So. Gut. Die Mischung hat wohl nicht gepasst, aber wir haben Invar. Sollte auf jeden Fall für zwei Äxte reichen. Wir haben sogar Holz. Zufälligerweise haben wir sogar Holz. So. Gut, das war jetzt links und rechts, ne? Haben wir gesagt. Dann brauchen wir ein bisschen Plastik. Haben wir sogar. Kann ich ja direkt entnehmen. Zack, zack. Bisschen Plastik dabei. Und wir brauchen eine Schere. Welche? Eine stinknormale Schere. Das sollte machbar sein. Immer wieder, wenn man so ein Ding craftet, dann denkt man, das habe ich doch noch nie gemacht. Hat man aber. So, jetzt dieses Maschinenframe-Teil. Das ist ein Stahl und ein Tin. Gear. Wir haben hier nur einen Tin. Okay. Also nur eine Handvoll Tin mitgebracht. So. Okay. Hier ist bitteschön Tin. Jetzt schauen wir uns mal das Tin-Gear an. Dann mit Eisen. Okay. Das ist alles... Gar kein Problem. Nein, Eisen und Tin Gear. Und wir haben ein Tin Gear. So, jetzt Refined Eisen, glaube ich, drumrum. Und dann einfach nur Glas, ne? Clear will ich nicht. Nehmen wir einfach mal Glas. Stink, normales Glas. Und funktioniert. Wunderbar. Okay, dann dürften wir jetzt den Harvester haben, ne? Wir haben den Harvester. Also Harvester und diese Pipe da. Dann brauchen wir ein Servo, um das rauszusaugen. Und dann haben wir eigentlich schon... So, und das alles geht in den Autonomous Activator. Was haben wir jetzt hin? Dunkle, finstere Nacht. Mag ich nicht, wir gehen schlafen. Boah, ich muss nochmal einen Schluck trinken, Leute. Ein bisschen den Hals geölt. So. Wunderbar. So, den Activator, ne? So. Ganz einfach, hier ist er von Thermal Expansion. Wird simpel gebaut und kann ganz viel. So, waren das jetzt Tinräder? Genau, das waren jetzt Tinräder.
Moment, die wurden jetzt anders gebaut, ne?